Mario, Donnerstag 21.05 Uhr, Europa League Qualifikationsrückspiel, Vojvodina Novi Sad. Eine kleine Vorschau von dir, was dürfen sich die Rapid-Fans erwarten? Ja, jeder hat das Hinspiel gesehen. Wir haben leider das Spiel verloren, deshalb gibt es eigentlich nur eine Marschrichtung und diese Marschrichtung heißt, Tore zu erzielen und das Spiel gewinnen. Das Ende der Partie in Novi Sad war sehr kurios. Was nimmt man dann als so gestandener Fußballprofi, wie du schon bist, eigentlich mit? Ja, das war wirklich sehr kurios. Ich habe knapp 30 Europacup-Spiele und glaube, so ein kurioses Ende habe ich selten gesehen. Ja, ist unglücklich passiert. Wir müssen aber das auch abhaken. Wir können nicht lange lamentieren. Zum Glück gibt es immer ein Rückspiel und in diesem Rückspiel werden wir zeigen, dass wir die stärkere Mannschaft sind. Ihr kennt den Gegner jetzt bereits aus 96 Minuten Hinspiel sehr gut. Worauf muss man bei den Serben besonders achten? Was sind ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen? Sie stehen sehr kompakt. Trotzdem gibt es immer wieder Lücken, um durchzuspielen. Durch den Formationen. Das ist der gefährlichen Angriff haben sie aus Kontern. Sie schalten sehr schnell um. Und sie sind eigentlich gefährlich auch durch Standardsituationen. Das sind die einzigen Dinge. Das heißt, wir müssen hochkonzentriert sein, keine unnötigen Fouls begehen und im Konter sehr gut aufpassen. Am Sonntag hat es hier eine Partie gegeben, die wir alle am liebsten vergessen würden. Ist die Gefahr, dass da ein bisschen einen Knacks in der Mannschaft gibt oder das Selbstvertrauen fehlt, gibt es diese Gefahr oder seid ihr so weit Profis, dass du sagst, da stecken wir weg und jetzt geht es voll aufs nächste Spiel? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, jeder Spiel hat schon mal ein Spiel verloren. Natürlich war dieses Spiel ein ganz und ganz bitteres, weil wir gegen unseren Rivalen verloren haben. Aber wir sind alle Profis genug und müssen das abhaken. Es ist eine ganz andere Situation als in der Europa League. Und ich merke einfach im Training, dass wir überhaupt keinen Knacks haben in unserer Spielweise. Wir spielen weiterhin offensiv erfrischend und wir müssen das einfach auch auf dem Platz umsetzen. Und deswegen bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Einen Tag vorm Spiel sind bereits 12.000 Karten weg. Wie wichtig ist für euch Spieler die Unterstützung vom Publikum bei diesem Rückspiel, um den Rückstand aufzuholen? Gerade nach dieser Derby-Niederlage ist es sehr, sehr wichtig, dass uns die Fans unterstützen, dass sie auch zeigen, wenn es nicht so gut rennt oder wenn man das letzte Spiel verloren hat, dass trotzdem viele Zuschauer da sind und uns nach vorne peitschen. Und für uns Spieler und für den Verein ist es einfach ein unheimlich wichtiges Spiel, wo wir als Sieger vom Platz gehen müssen. Vielen Dank und alles Gute. Danke.